Wo führen denn die Gleise hin? Weißt du das? Ich habe keine Ahnung. Nee. Ich habe das Gefühl, wir erfahren das gleich. Oh, cool. Ich bin wieder mit Möhre auf geheimer Mission. Jo. Oh, wow. Mann. Mann, Mann. In welchem Team bist du eigentlich? Pink Party die, oder was? Die Pink Party. Ich bin noch in gar keinem Team. Dann gehen wir Pink Party. Pink Party ist gut. Ey, was ist das hier oben? Wie geil. Hier ist schon wieder dieses grüne Metall. Ich komme nicht auf den Namen, wie das heißt. Ist das Adamantit? Nee. Chlorophyll oder so? Chloroform? Ja, Chlorophyll und Chloroform sind immer fast das gleiche. Ja. Oh, ich muss mal was trinken. Man hört das ja öfters, dass Leute mit Chloroform, mit Chlorophyll vergiftet werden. Alter, ich habe nur noch 2 Leben. Ich wäre beinahe gestorben. Ja. Und du hättest es zugelassen. Ich hätte um dich getrauert. Aua. Was ist das denn? So, du bist das hier mit dem Roten, ne? Ich hau die ganze Zeit da drauf. Ja, ich mach dir gerade ein bisschen Licht. Ja. Ich dachte gerade so, was ist das denn hier für ein Monster? Hau die ganze Zeit drauf. Nichts passiert. Irgendwie, ich möchte gerne jetzt in den Dschungeltempel, aber ich weiß nicht, wie ich da reinkomme. Jetzt bist du allerdings außerhalb meiner Reichweite. Jetzt sehe ich dich nicht mehr. Oh, was ist denn das da Track drüben? Wo denn? Na, dieser gelbe Stern, der hier rotiert. Ja, das weiß ich nicht. Ich würde gerne in den... Weißt du, was ich meine? In den Dschungeltempel, so heißt es. Ja. Aber ich weiß nicht, wie ich da reinkomme. Okay, ich sehe es gerade. Der ist im Dschungeltempel. Richtig. Aber ich weiß nicht, wie man da reinkommt. Ich sehe gerade hier, genau, hier ist der Dschungeltempel. Das ist mein Problem. Aber du warst doch schon mal drin, oder nicht? Nein, im Dschungeltempel war ich noch nicht. Aber du warst doch schon mal gegen die Dings, oder? Gegen die Biene? Ja. Ja, aber die ist nicht im Dschungeltempel. Nicht? Nee. Ach, guck. Anstecken, ne? Ja, voll. Voll die schlechte Angewohnheit eigentlich. Hör auf damit. wo bist du? Hier? Ich bin hier rechts rein. Oh oh. Wie eine schreckliche Nacht sein. Was haben wir getan? Gemacht? Ich habe gar nichts gemacht. Möhre? Ist mein Herzkristall. Wie, das wird eine schreckliche Nacht sein. Wow. Boah, Alter, ich bin... Möhre, bitte stirb nicht. Ja, ich versuch's. Mami! Boah, erstmal regenerieren, ey. Hui. Ich glaube, wenn gleich der Wurm von unten kommt, ne? Ja, natürlich kommt der von unten. Boah, 38 Leben habe ich noch. Ein richtiger Held. Ja, wie gesagt, ich hatte vorhin noch 2. Ja. Also das ist hier kein Zuckerschlecken mehr. Ist nicht so ein einfacher Durchmarsch wie bei der Fleischwand. Ja. Oh. Das war wirklich easy peasy, ey. Haben wir gar nicht mitgekriegt, dass wir die besiegen. Ehrlich. So einfach war das. Ist das da unten Lava oder was ist das? Ja, ist ein krasser Dschungel, ne? Mit Lava und allem so und dran. Oh. Das findet man ja auch oft in Brasilien, ne? Ist ja auch. verdammt, da von hinten schießen schwer diese. Nein! Irgendwie abgehauen. Ey, ein Glück. Ich bin. Scheiße! Ich bin tot. Auch tot. Tot im Dunkeln. Alter, Finne, ey. Hast du eigentlich den Timer laufen?
Ja, ich habe einen Trauma laufen. Das ist gut. Gibst du mir den Schleim und sagst mir nach einer Viertelstunde, Dreiviertelstunde Gesamtzeit Bescheid? Ja. Was würde ich nur ohne dich tun? Ja. Das wüsste ich auch mal gerne. Palladium, was haben wir noch? Das haben wir ja noch. Wertabrä, Mondglanz. Glanzt das auch an? Mondglanz? Ja. Mondglanz unbedingt okay. Aufbewahren. Okay. Kannst du, wenn du willst, kannst du Mondsaat-Samen kannst du im Prinzip direkt hier oben einpflanzen. Wenn du Samen hast. Hab ich nicht. Ich hab doch keine Mondglanz-Samen. Wenn du Mondglanz hast, kannst du, also die Blume, kannst du die ja. Oben in meine Alchemietruhe tun, wenn du das möchtest. Selbstverständlich. Nichts lieber als das. Ich bestehe darauf. Wo ist denn die Alchemietruhe? Ach, da ganz oben. Ach, guck. Was eine schnieke Truhe, er sich hingestellt hat. Ja. Wir sind nicht bei armen Leuten hier. Ja. Aber Mondglanz hast du hier noch gar nicht drin. Nein, noch nicht ist das falsche Wort. Oh, nicht mehr. Richtig. Ach so, Golderz. Golderz. Nee, Wasserblatt nicht. Golderz wird jetzt bitte. Auch da wird reingetan. Richtig, aber nur Golderz. Okay. Das wird nicht mehr verbarrt. Genau. Verbarrt. Gut. Nur mal so eine To-Do-Liste schreiben. Was ich darf und was ich nicht mehr darf. Ja, mach bloß nicht den Druiden wütend. Echt mal. Hornissenstachel, Matschblock, Steinblock, Dynamit, Tungsten. Oh, Quatsch. Tungsten. Ich wäre dafür, dass wir uns einfach bis zum Eingang durchbomben. Wir haben so viele Bomben. Ich hab schon 66 Bomben auf der Tasche, ey. Ja, wir haben noch bestimmt 400 Bomben in der Kiste. 400 oder 500 Bomben. Was? Zack, genau. Ich hab auch noch hier diesen komischen Pilz, hab ich auch noch. Auch haben, ja. Oh ja, die sind auch sehr, sehr gut. Danke. Hier noch ein Pilz. Brauchst du Resistenz gegen Gift? Aber ich wüsste nicht, wo du das ausrüsten kannst. Richtig. Ich hab irgendwie die kompletten Taschen immer voll. Ich weiß nicht wieso. Jetzt habe ich auch was Dummes gemacht. Naja. Zu spät. Ich habe einen unheiligen Pfeil. Der macht 13 Fernkampfschaden, wenn er den will. Nö. Ich bin doch sowieso nicht mehr mit dem Bogen unterwegs. Ach ja, richtig. Er ist jetzt in die Magiewelt gewechselt. Ja. Zack, weg damit. Okay, Wetterbrä. Wetterbrä haben wir unten irgendwo, ne? Bei Baumaterialien oder so? Ich glaube ja. Wetterbrä, da ist es. Wetterbrä. Pixie-Staub kommt auch mit rein, ja, ne? Zack. Jo. Fertig. Stein der Weisen. Lichtscherben. Lichtscherbe auch, ja, ne? Wer? Eine Lichtscherbe. Ich habe zwar keine Ahnung, was eine Lichtscherbe ist, aber ich habe hier so eine Kiste, wo diverses Zeug. Genau. Der bist du ja gerade. Ja. Da tue ich die Sachen rein, die mir überhaupt nichts sagen. Okay. Sehr gut. Zack. Du Scheiße, ey, wie viel haben wir denn hier rumliegen? Bombenstatuen werden übrigens in Zukunft immer mitgenommen. Wir werden auch mehr Bomben kriegen. Cool. 100, 200, 300, 400, 500. Ach du Scheiße, 600 Bomben haben wir hier jetzt. Bombenstimmung. So. So, kurz einen heimlichen Bümskin reingeschoben. Wo man das macht, man macht das ja eigentlich nicht, ne? Ist ja hier professionell, da lutscht man natürlich auch kein Bonbon, ne? Richtig. Ja. Und bei der Aufnahme ist voll assig am Bonbon scheint. Gut.
Ja, auf zum Dschungel. Ja, lassen wir die Penner jetzt mal wieder weg, ey. Warte. Komm nochmal zurück. Boah. Es tut mir leid. Mano. Es tut mir leid, aber wir haben doch noch hier dieses komische Herzchen, das Licht spendet. Irgendwie müssen nicht? Wir die Sendezeit ja auch füllen. Ne? Also. Ach jo, das macht auch Licht oder so, ne? Richtig. Ich habe eine Fackel jetzt. Oder eine. Zack. So. Ich finde die Teile zwar mega hässlich, aber was willst du machen? Ja, das stimmt. Das stimmt. Ist dir eigentlich mein absolut obergeiler Strohhut aufgefallen? Ja, natürlich. Sieht aus wie. Ich habe schon, als ich das Video, also das Special-Video im Urlaub gesehen habe. Ja. Da habe ich schon gedacht, was hat er denn auch? Den konnte ich mir kaufen. Der ist doch so cool, oder? Vor allem, du bist ja dann in dem Special-Video, springst ja die ganze Zeit auf deinen Feldern da unten rum. Ja, ich habe gedacht, ja, passt halt. Ne? Wie so ein kleiner Bauer. Ja, du guckst ja kein One Piece. Doch, klar. Was, echt? Wenn das in Free TV gekommen würde, oder wo das noch gekommen ist, dann habe ich das auf jeden Fall geguckt. Mit Monkey D. Luffy und so. Ja, Mann. Mit ihr. Was ist das denn für ein Ding? Das hat mich mit dem Laser angeschossen. Jetzt ist es tot. Egal. Das ist die übliche Strafe für mit dem Laser anschießen. Ja, richtig. Gum Gum Kanone und so. Gum Gum Kalaschnikow und so. Das könnte ich jetzt auch gern, aber ich habe nur einen Strohhut. Ja. Mehr nicht. Das gab's nicht dabei. Nee, das gab's nicht dabei. Das ist ja was. So. Hui. Boah, das war elegant von mir, ey. Die Turtle ist übrigens richtig böse, ey. Ah, aber wieso fiel die denn vom Himmel, sag mal? Das ist eine Flügelschildkröte. Tja, hier sind so viele Fische im Wasser. Ein sehr fischreiches Gewässer haben wir hier. Apropos fischreiches Gewässer. Jetzt kommt's. Angeln müssen wir auch noch. Ah, okay. Ach stimmt, da bist du auch ordentlich am Würmer sammeln und so, ne? Richtig. Rickdeck. Glühwürmchen sind sehr ertragreich bei uns. Kann man nachts sehr gut Glühwürmchen fahren. Mami! Wag es nicht zu sterben schon wieder. Hatte ich auch eigentlich nicht vor. Wir müssen mal so einen Death Counter machen. Ach guck mal, hier ist zum Beispiel der Eingang. Aber da brauchen wir einen Schlüssel für. Was den für haben Schlüssel? Ja, so ein. Ne, den haben wir nicht. Ich weiß auch nicht, wo ich den herkriegen soll. Ganz ehrlich. Weil du im Urlaub wieder deine Hausaufgaben nicht gemacht hast. Ja, ne, schlimm ist das. Schlimm. Dann wird es ja nie oben. Zack, zack, zack. Da ist eine Statue. Ja, richtig. Ja, meine gierigen Augen auch schon gesehen. Und was eine schöne Statue. Eine Frauenstatue. Ui. Das heißt, wenn ich die jetzt auch mit den Kabeln verbinde, dann kommt da jedes Mal eine Frau raus. Endlich mal eine Frau im Haushalt, ey, bei uns. Oh, sag das nicht so laut, du. Ja, ist schon. Ja, aber das ist blöd hier mit dem, dass wir hier nicht rein dürfen, das. Ja, aber was nicht passt, das wird passend gemacht. Wie abends vom Club. Nee, danke. Heute geschlossene Gesellschaft. Guck mal, hier sind wir geplatzt. Oder? Nee, war das hier? Hier bist nur du geplatzt. Und die Fische wandern übers Land. Was ist denn los? Und ist wieder eine Kiste. Ah. An der Kiste war ich schon.
An der Kiste hier links warst du auch schon, denke ich mal, ne? Kann sein, aber ich hatte irgendwie gerade das Gefühl, als wenn die die manchmal wieder auffüllen. Irgendwer Geheimnisvolles. Was, der Nikolaus oder wie? Ja, richtig. Ja, da warst du, hier warst du schon. Oh! Jetzt mal ehrlich, nicht wo kriegen drin. Wir denn so einen geilen Schlüssel her? Wo ist denn die Spinne von eben? Da. Platt. Aber so langsam kriege ich immer mehr das Gefühl, dass wir hier den Dschungel rulen. Ja, sicher. Ja, sicher. Wir bewegen uns immer weiter Richtung Biene. Oder zumindest Richtung Wabe. Ich weiß nicht, ob sie noch da ist. Einmal hat die mich richtig hart verhauen und dann war die wieder weg. Alter, ich habe gerade Mahagoni-Holz eingesammelt. Mahagoni. Können wir unser Zuhause richtig schön machen jetzt. Ja. Guck mal, hier ist noch ein verdächtig ausschauendes Auge drin in der Kiste. Ja. Oh. Lass uns am besten gleich raus. Genau. Aber hier unten, ich sehe gerade noch Palladium. Das hätte ich eigentlich noch ganz gern. Nimm mit. Ich versuche es. Weiß ich nur nicht, wie du die wieder hochkommst. So. Wenn man diese Menschenfresserpflanzen rechtzeitig findet, ne, dann sind die gar nicht so ein Problem. Nicht? Nee, stark sind die nicht. Okay. Die rocken halt nur ziemlich fies Gesundheit weg. Ja, das stimmt. Das ist so die Strafe, wenn man so wow. Doof ist, sich erwischen zu lassen. Unten schießt einer mit Pfeilen. Wow. Ist wieder dieses Chloroform. Genau, Chloroform. Guten Tag, ich brauche noch was für mein erstes Date. Chloroform fühlen wir leider nicht. Oh, fuck. Oh, 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 oh. Weg hier. Ja, komm mal da weg, besser. Boah, dieser Wurm, ne? Ey. Der denkt sich jetzt auch, ne? Warte, Komodo soll da mitspielen jetzt. Ja, echt, jetzt will er bei den Großen mitmachen, aber... So richtig... ist halt nix. Nee. Erstmal ausleuchten hier die Stage. Zack. Nee, aber die Wabe oder dieses Ding, was da... Das gibt's leider nicht mehr hier drin. Das heißt, wir müssen das Ben selber bauen, glaube ich. Um die zu töten. Ach so. Ich habe da nämlich so eine coole Bienenkanone gekriegt für. Geil. Kann man diesen Honig, der hier drin ist, eigentlich irgendwie mitnehmen? Im Eimer? Ah, und dann kann man das ja irgendwie bei uns an diesem Honigdings da verarbeiten, ja. Oder nicht? Ich hab gerade hier... Ich hatte hier gerade mal Wasser reingekippt. Aua. Aua. Ja, ich habe jetzt einen Eimer Honig. Geil. Nimm den mal mit zu Testzwecken. Ja, habe ich. Ja. Aber gut, da sind wir ja immer noch nicht. Da, wo wir hinwollen, ne? Wir wollen ja in den Tempel. Ja, richtig. Aber wir brauchen einen Schlüssel für. Ja, dann sollten wir vielleicht nochmal. Ich weiß auch nicht, ob man irgendwie den unseren Schlüssel selber bauen kann, weißt du? Oder ob man dafür ein anderes... Oder müssen wir dafür einen anderen Boss töten oder sowas. Ja, oder sowas, genau.
hier Skeletron oder so. Ja, mal eben schnell. Um den aus dem Latschen, wo der ist. Der Möhre, der macht ein Tempo hier, der läuft hier durch wie ein Wild.